Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Micknauf Daily heute am Börsenmontag. Ja, die letzte Handelswoche war ja nicht unbedingt eine schlechte Handelswoche. Ja, wir haben uns ja zumindest im Verlauf da mal rangearbeitet an unser altes Rekordhoch bei 16.290 Punkte. 5 Punkte haben uns gefehlt, um halt eben das Rekordhoch dann doch noch zu erreichen. Aber dann zum Wochenschluss hin kamen natürlich damit die Ängste und die Befürchtungen klar über Amerika zu uns hin, dass halt eben doch die Zinswende schneller eingeläutet werden könnte und natürlich die ultra lockere Geldpolitik natürlich schneller gestoppt werden könnte, als es den Börsianern lieb ist. Aber das wird wahrscheinlich natürlich so kommen, weil natürlich die Fed rund um Jerome Powell, die Notenbank, natürlich Ängste und Befürchtungen hat, dass die Inflation doch natürlich überhand nimmt und dass man doch nachdem schneller die Zügel mal wieder etwas straffen wird oder straffen muss, logischerweise. Und das Thema Inflation, ja, das rumort natürlich in den Vereinigten Staaten und damit muss natürlich Jerome Powell umgehen, damit muss die Notenbank natürlich umgehen und das hat natürlich am Donnerstag, am Freitag ins Kontor gehauen. Deswegen am Freitag auch der DAX etwas leichter, 15.947 Punkte, aber auf Wochensicht haben wir immerhin noch 0,4% letztlich gut gemacht. Aber es war ansonsten dann doch eine gute Börsenwoche, eine bullische Börsenwoche und man muss dazu sagen, dass die Stimmung also eigentlich dann doch relativ gut war. Ja, überrascht hat mich dann doch eine Aussage am Wochenende und zwar von Isabel Schnabel, einer Direktorin aus dem Gremium rund um die Europäische Zentralbank, die dann doch mittlerweile überlegt, eine Kurskorrektur auch der Europäischen Zentralbank vorzunehmen. Ja, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt schon überlegen, dass wir eine Wende hin zu grünen Energiequellen haben, dass halt eben das Risiko höherer Inflation dadurch natürlich kommt und dass die Energie natürlich teurer wird durch halt eben diese grünen Energiequellen, dass man eine Abkehr der bisherigen Geldpolitik hier auch bei der Europäischen Zentralbank erwägt. Also das wird sicherlich ein interessantes Jahr für die EZB, für uns natürlich auch im Euroraum, wenn man hier dann vielleicht doch mal eine Zinserhöhung vielleicht erwägt. Ja, meine, dass hier weiterhin Gelder fließen in Milliardenhöhen, davon gehen wir mal weiterhin aus, dass die Geldschleusen auch im Euroraum weiter geöffnet bleiben, unter welchem Programm auch immer. PEPP, also PEP, fließt ja nun aus, dafür kommt APP, also die Milliarden werden weiterhin natürlich im Euroraum fließen, aber dass man tatsächlich mal darüber nachdenkt, eventuell sogar Zinsen tatsächlich ins Spiel zu bringen, das ist natürlich ein Gedankenansatz, den wir so natürlich noch nicht gehört haben. Also das ist und das bleibt natürlich äußerst, äußerst interessant. Ja, schauen wir direkt mal auf die Woche, auf das, was auf uns zukommt. Weil allmählich natürlich auch die Berichtssaison natürlich wieder in unser Blickfeld hineinkommt. Aber zuerst mal zu den Konjunkturdaten. Da haben wir Mittwoch und Freitag welche. Mittwoch aus den Vereinigten Staaten. Die Verbraucherpreise sind natürlich wichtig. Und am Freitag dann die Einzelhandelsumsätze für die Vereinigten Staaten. Ja, und dann Quartalsberichte zuerst mal hierzulande. Am Dienstag dann About You, Online-Händler. Am Donnerstag dann Südzucker und dann Hella. Ja, und am Freitag geht es dann richtig los und zwar in den Vereinigten Staaten traditionell natürlich mit den Banken. JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo werden dann halt eben kurz vorm Wochenende nochmal ihre Bücher öffnen. Das ist ja meistens dann auch der Startschuss hinein in die Quartalsberichtssaison. Zusätzlich haben wir dann auch außerordentlich so ein bisschen nebenher am Dienstag dann BioNTech präsentiert sich auf der JP Morgan Healthcare-Konferenz. Ja, da könnte es natürlich dementsprechend auch was Neues geben, also nicht ganz uninteressant. Ja, und der Markt munkelt schon, erwartet schon eventuell innerhalb dieser Woche die ersten Eckdaten, die ersten Zahlen roundabout und zwar von SAP. SAP bringt zwar offiziell erst am 27. Januar seine Zahlen heraus, es könnte aber sein, dass eventuell diese Woche dann doch schon die ersten Eckdaten zu den Zahlen
veröffentlicht werden. Ja, das würde natürlich dementsprechend schon mal für ein bisschen Spannung sorgen. Ja, SAP lag ja bei den Zahlen bis dato immer recht ordentlich. Also das könnte natürlich dann doch nochmal für ein bisschen Furore innerhalb dieser Woche sorgen. Also sicherlich mal wieder eine spannende Börsenwoche voraus. Die US-Amerikaner werden dann natürlich zuerst einmal auf ihre Konjunkturdaten und dann natürlich auf den Freitag schauen, auf den Startschuss hinein in die Quartalsberichtssaison. Ja, und das war es schon wieder von meiner Seite aus. Das heißt also, das Börsenjahr hat so schlecht gar nicht angefangen. Ob wir tatsächlich innerhalb dieses Jahres natürlich auch wieder 16% erreichen beim Leitindex, beim DAX, wie halt eben im Jahr 2021. Gut, da dürfen wir ein paar Fragezeichen dahinter machen. Aber die Möglichkeit, dass der DAX innerhalb dieses Jahres tatsächlich die Schwelle von 17.000 Punkten erreicht, das scheint doch, wenn man im Handelssaal nachfragt, bei den Analysten und bei den Marktkennern, bei den Market Makern, dann scheint das so unmöglich auf jeden Fall nicht zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen diese Woche auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei Ihren Investments. Bleiben Sie mir, bleiben Sie der Börse auf jeden Fall erhalten und gewogen.